Hallo und herzlich willkommen mit Reisen des Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Keen 4 Pacifist Run auf Hard. Und das erste wird direkt herausfordernd werden, denn ich muss eine Stelle relativ schnell schaffen, damit ich gut durchkomme. Wir sind gespannt, ich bin gespannt. Und falls ich kaputt und K.O. und sonst was klinge, dann liegt es leider Gottes daran, dass ich das bin. Also erwartet nicht zu viel von mir. Fuck. Das war schon mal richtig schlecht. Das war gut. Knapp, aber gut. Die Schuss lassen einfach mal Schuss sein. Das war schon richtig, richtig, richtig schlecht. Wir probieren es einfach. Geil. Jawohl! Ja, die Pose habt ihr Gott sei Dank jetzt nicht gesehen. Ich wusste nicht, ob ich schnell genug bin. Von daher war ich etwas unsicher. Und wir gehen das auch nochmal ganz kurz durch. So, San Diego geht... sorry, definitiv nicht. Allein wegen der Stelle mit dem ganzen Arachnot, weil selbst jeder... Betäubungstreffer, der nur ganz kurz stand, der wäre definitiv auf jeden Fall einer der fünf, die zählen würden. Von daher, San Diego können wir nicht machen, das tut mir ein bisschen leid, geht aber nicht. So, Pyramid of the Forbidden habe ich ja schon erklärt. Das wird auch ein bisschen blöd, weil da gibt es zwei oder drei Schnecken, die ich wahrscheinlich abschießen müsste. Von daher machen wir das auf jeden Fall als letztes. Hier gibt es meines Wissens... Oh Gott, da gibt es auch relativ viele Stellen. Okay. Verschieben wir mal diese beiden Level auf später. Ja, ich weiß. Auf später verschieben bringt in dem Fall relativ wenig. Aber eventuell schaffe ich es ja doch irgendwie. So, ich glaube, hier hatten wir alles. Jupp. Das heißt, wir machen erstmal ein Level, was wir definitiv schaffen, ohne... etwas abzuschießen. Und zwar Well of Wishes, würde ich sagen. versucht das Gehuste irgendwie zu ignorieren. So, Eisel of... Genau, Eisel vor allem. Da habe ich schon wieder diesen typischen Fehler aus meiner Kindheit gemacht. Isle of Tar. Lass mich mal nachdenken. Da gibt es mindestens ein Wormhaus, den ich abschießen müsste. Wenn nicht sogar zwei oder drei. Ah, da gibt es auch noch die eine Poison Slug, aber ich glaube, die kann ich überspringen. Isle of Tavi tatsächlich auch gar nicht so einfach. Wir haben auf jeden Fall spannende Sachen vor uns. Und ich mache mal hier gerade den Double Save. Das mache ich immer vor dem Level. Zumindest, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke. So, wir versuchen erstmal, würde ich sagen, Well of Wishes so zu schaffen. So, auf geht's in den Brunnen. Das Level ist ja so eine Sache für sich. Es hat zwei wirklich schwierige Stellen. Der Rest ist gar nicht mal so heikel. Wenn ich nicht hängen bleibe, wäre es auch vielleicht etwas leichter. Ja, wenn man hier hängen bleibt, ist es meistens eigentlich schon vorbei. Hängen bleiben darf man hier echt gar nicht. Hängen bleiben ist das absolute No-Go. So, die Schoolfische, die brauchen wir auf jeden Fall. Vornehmlich für das Ende. Und da bin ich schon wieder hängen geblieben. Eieiei. Also wenn ich schon so ein Theater hier mache, geht das hier mal absolut gar nicht. In Runland würde ich jetzt schon rübergehen, aber ich warte noch mal ein bisschen. Gehen ganz nach links. So. So, etwas Konzentration muss ich an den Tag legen. Eventuell werde ich am Ende speichern, weil das Ende ist tatsächlich mitunter das Schwierigste überhaupt. Die Stelle ist hier auch gar nicht so einfach. Ja, wenn man nicht hängen bleibt, dann geht's eigentlich. Die Stelle ist gar nicht mal so ohne, weil man
darf nicht zu weit nach unten fallen. Und ich würde mal sagen, hier machen wir einfach mal ein Safe, weil ich glaube, meinen derzeitigen Zustand kriege ich es nicht hin, das auf Anhieb zu schaffen. Dafür ist die Stelle ein bisschen zu schwierig, weil da kommen jetzt, ich glaube, zwei Dopefisch, wenn ich mich nicht extrem täusche, kommen zwei Dopefisch und am Ende bei dem Orakelmitglied ist auch noch ist auch noch ein Sprite, von daher hier gibt es einen kleinen Trick, den ich gerade verbocke wie so ein Idiot. Wir gehen oben. Oh, das war nicht geplant. Wir gehen oben lang. Fuck, 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 fuck. Yes! Was ist denn heute los? Ich bin eigentlich total am Arsch und ja, ich mache eigentlich gute Dinge. Ja. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Okay. Puh. Oh Gott, das klingt echt böse. Das klingt echt böse. So, Isle of Fire. Isle of Fire haben wir definitiv auch noch. So, da gibt es eine Schnecke, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die überspringen können. Aber muss ja trotzdem sein. Wir machen hier dann auch mal den Double Save, falls ich irgendein Bullshit mache. Ich kenne mich. Ich mache irgendwann mal sowieso irgendein Bullshit. Naja, vielleicht klappt es ja mit Isle of Fire auch. Ich hätte es ja damals beim ersten Versuch fast geschafft. Ich glaube, so gut wird es vermutlich heute nicht sein. Ich konnte zwar heute schon ein bisschen glänzen, aber naja. Das Problem hier ist die Poison Slug auf der linken Seite. Da ich nicht weiß, wie die läuft. Da ich nicht weiß, wie die läuft, warten wir einfach mal darauf, dass der Bergleut in die rechte Richtung wirft und relativ weit rechts steht. Das ist leider nicht weit genug. Das dürfte gut genug sein. Logischerweise speichern wir unter Pacifist Run. Je nachdem, wie die Poison Slug steht, habe ich sowieso Probleme. Hä? Und jetzt? Entschuldigung, dass ich hier speichere, aber ich möchte es eigentlich schaffen. Ich hätte es auch mal so probieren können, aber dafür ist es etwas zu schwierig, weil du weißt auch nicht, wie der Bergleut jetzt hier ist. Diese Reaktionszeit, beste, beste, aber. Aber der Anfang, der war gut. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. So. Ah Gott. Puh. Da können wir nicht drüber springen. Da können wir definitiv nicht drüber springen. Das Problem ist, ich muss irgendwie gucken, dass die ihr Geschäft irgendwie ganz, ganz weit da rechts macht. Ja, beispielsweise. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Das hat jetzt wirklich die wahre Problematik, weil ich da zwei Poison Slugs habe, die ich recht schlecht überspringen kann. Ah, meine Güte. Meine Güte. Och nee. Unten lang kann ich nicht, ne? Unten lang habe ich ja genau dasselbe Problem, nur dass da noch ein Bergleut steht. Okay. Gut, dass ich mich entschieden habe zum Speichern, weil ich habe ganz vergessen, dass diese Poison Slug da auch noch existiert. Ich hoffe, ich bin nicht dazu gezwungen, die abzuschießen, weil dann wär das schon mein zweiter Fehlversuch und das würde bedeuten, dass ich es sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen könnte. Das war schon mal blöd. Oh Mann. Es wäre hilfreich, wenn das Ding irgendwie rechts auch noch
auf der Stange laufen könnte. Das Problem ist, ich muss ja auch noch nach der anderen Poison Slug und nach dem Bergleut gucken. Ich meine, nach dem Feuerbällchen Pro. Das hätte jetzt funktioniert, da habe ich geschlafen. Well. Ich habe keine Ahnung, was ich für Geräusche von mir gebe. Ich bin einfach super stolz manchmal, was ich da schaffe. So. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles. Nein, 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 das. Boah. Sorry, dass ich ja nochmal speichere. Ich weiß, ich entschuldige mich viel zu oft dafür, dass ich speichere, aber. Oh nein. Oh nein. Das ist alles andere als gut. Das ist alles andere als gut. Das ist weniger als gut. Das ist selbst schwierig. Kann ich es überhaupt noch schaffen? Der wird ewig da bleiben, oder? Der Feuerbällchen Pro da oben. Der wird da ewig bleiben, oder? Eieiei. Eventuell kann ich ihn auf die Seite locken. Eieiei. Ich glaube, das wird echt hart. Aber ich habe es bisher geschafft. Das rechne ich mir hoch an. Muss ich. Das Problem ist, ich weiß nie so recht, wann er denn jetzt einen längeren Weg auf eine Seite macht. Beispielsweise jetzt. Und da kam leider die Poison Slug und ich konnte nicht hoch. Meine Güte! Hört mal auf mit diesem krassen Teamwork hier. Ich möchte... Ich glaube, rechts von mir ist auch noch ein Bergleut. Eieiei. Und den anderen Bergleut sehe ich noch nicht mal. Es tut mir leid, dass diese Passage gerade relativ langweilig ist. Jetzt habe ich ganz, ganz kurz losgelassen, weil ich schnell hochspringen wollte. Und dann hat sich der Feuerbällchen Pro umgedreht. Meine Güte! Deswegen ist es richtig blöd, wenn man den anlockt. Das habe ich richtig schlecht gemacht eigentlich. Und die Poison Slug geht mir auf den Senkel. Kannst du mal einfach im rechten vor allem. Kannst du mal im linken Bildschirm verschwinden? Ja. Wie ist das Wetter so bei euch? Wie geht's euch denn so? Ja, habt ihr Spaß? Aber ich kann dann diesen Moment hier mal nutzen, um zu sagen, was es in 2 Tagen geben wird, denn ich werde an Silvester trotzdem ein Video hochladen, das ich sehr wahrscheinlich bereits morgen aufnehmen werde, weil ich Silvester und Neujahr selbst weg bin. Und da wird es Keen Asylum geben und ich werde versuchen, während des Videos so einen kleinen Jahresrückblick zu machen, weil am 17. Dezember wurde dieser Kanal ja 1 Jahr alt. Schon 1 Jahr mache ich diesen Mist. Du bist ein kleiner, nerviger Feuerbällchen, Bro. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall, sagen wir mal, auf die nächsten 2 Tage freuen. Hauptsächlich auf Silvester. Also, ich habe auf jeden Fall da ein bisschen was. So, wo ist der andere? Egal. Geronimo! Heilige Mutter Gottes! Heilige Mutter Gottes! Ich habe zwar gespeichert, es war aber trotzdem First Try. Was ist denn heute los? Ich bin total am Arsch. Ich kann mich kaum konzentrieren, aber... So, ich habe dann noch... Warte mal kurz. Ich habe da noch 4 Fehlversuche übrig, ne? Kann ich noch Isle of Tar machen? Das ist die ganz, ganz große Preisfrage. Kann ich Isle of Tar noch machen? Ich habe nämlich keinen Schimmer. Wirklich keinen. Die beiden Level werden auf jeden Fall schwierig. Weil der Anfang ist hier ein bisschen schwierig, weil da kommen Gegner auf mich zu, wo ich nicht... Ich glaube, ich kann ihn nicht überspringen. Oh Gott. Da gibt es auch die eine Poison Slug, die ich definitiv nicht überspringen kann.
Also, ein Fehlversuch mindestens habe ich hier. Mindestens. Vielleicht sogar mehr als ein Fehlversuch. Potenziell nämlich drei. Und hier gibt es eine Passage, da gibt es zwei Poison Slug, die ich nicht überspringen kann. Oh ne, es sind sogar mehr. Ach du Scheiße. Ich realisiere gerade, dass es eventuell gar nicht möglich ist, das Spiel wirklich mit nur 5 Fehlversuchen zu schaffen. Puh. Das ist eine richtig harte Nuss gerade. So, was hat Isle of Tar so? Isle of Tar hat einmal eine Wormaus, den ich abschießen müsste. Obwohl, eventuell kriege ich es auch so hin. Aber da es mir echt nicht gut geht, würde ich tatsächlich sagen, ich mache einfach einen Cut. Ich weiß, dass die Episode da nicht so lang ist und, naja, ein bisschen viel davon hatte, dass ich rumgegangen bin, um zu rechnen. Aber ich würde sagen, wir machen das nächste Mal Isle of Tar und gucken, dass wir das schaffen, ohne einen Fehlversuch. Wenn wir einen Fehlversuch haben, dann schaffe ich es definitiv nicht mehr. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal gibt es dann eine, ja, eventuell XXL-Ausgabe von Pacifist Run. Dann wären wir tatsächlich auch schon wieder durch. Das ging tatsächlich relativ fix. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit 3 Level sehr souverän gemeistert, die, ja, eigentlich recht schwer sind. Von daher, ich kann von mir selbst behaupten, dass ich zufrieden bin. Hier machen wir nochmal den Double Save. Ich hoffe auf jeden Fall, ups, das wollte ich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr trotzdem Spaß mit dieser Ausgabe hattet, auch wenn ich ein bisschen kaputt klinge. Dann würde ich sagen, bis in 2 Tagen und ja, dann wünsche ich euch halt in 2 Tagen guten Rutsch. Ich hoffe, das schaffe ich auch, denn ich bin heute weg, ich bin morgen Abend weg. Das heißt, ich werde morgen früh Kina Asylum aufnehmen. Und ja, ich bin raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.